Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Ja, in der letzten Folge haben wir ja einige, naja, Geheimnisse nicht so direkt aufgedeckt, aber wir sind nah dran, wir kommen immer weiter. Und ja, haben jetzt den Astronomieunterricht freigelegt. Da muss ich jetzt erstmal kurz schauen, wo wir da eigentlich hin müssen. Ich weiß nämlich gar nicht, in welchen Flügel das ist. Wahrscheinlich hier irgendwo. Reisen wir mal dahin. Gesagt, es tut mir leid. Und dann hast du genau dasselbe nochmal gemacht. Black hätte wohl nichts dagegen, wenn jemand vergisst. Ach, jetzt habe ich das. Wo ist denn das Buch jetzt? Oder die Seite? Oder. Tada! Wir hatten zwar irgendwie schon 25, aber naja. Achso, die sind alle nebeneinander. Sehr schön. Dann machen wir das doch auch mal kurz vorher. Wir haben 2, 0 gehen runter. Ja, 2 halt, ne? 0, 1, 2. Das ist dieses komische Viech mit den langen Tentakeldingern hier, genau. Dann haben wir 8 und 0, 1, ne? Das heißt, wir haben 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist, ja, diese komische Kartoffel mit Tentakel unten dran. Entschuldigung, ich muss da mal kurz ran. So. Komm, Kitty, wir gucken uns mal ein bisschen um. Revelio. Ein Pulli und eine Kiste haben wir hier noch. Ein Weihnachtsbaum! Ist das euer Ernst? Kurz vor Ostern kriegen wir einen Weihnachtsbaum. Das ist geil. Okay. Ja, wir gehen jetzt mal zum Astronomieunterricht. Das sieht schon gut aus, aber wir müssen noch eins höher, glaube ich. Und noch mehr, weiter. Hallo, Astronomieunterricht. Moment. Das ist der Raum der Wünsche. Hab ich mich jetzt gerade erschrocken. Ich dachte, irgendwas greift mich jetzt an oder so. Moment, da war was. Revelio. Wandteppich der Barnabas, der Bekloppte. Das erinnert mich an Bernd. Hieß der nicht auch so? Also nicht Barnabas, der Bekloppte. Dieser Wandteppich stellt einen törichten Versuch des Zauberers Barnabas, der Bekloppten, dar. Trolle für das Ballett auszubilden. Man stelle sich nur die Auswirkungen auf die Kunst vor, wenn er Erfolg gehabt hätte. Ja, aber trotzdem muss ich doch rein theoretisch. Kann man das nicht? Ich dachte, damit kann ich die jetzt. Oder muss ich. Ist das ein anderer Spruch? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich dachte mal, damit kann ich die abschneiden. Ach, wir müssen noch ein ganzes Stück laufen, oder was? Naja, gut, Astronomieturm, ne? Klar, die sind natürlich immer ganz weit oben. Wir sind auf jeden Fall richtig hier. Das sind alle Sternbilder. Wieder mal auf Abenteuertour? Ach so, Moment. Ich muss den Auftrag annehmen. Ich bin einfach reingelaufen. Wo war das? Hier. Und deine Karte ist der Drache. Wie aufregend, schätze ich. Dir steht wohl ein Abenteuer bevor. Meine Damen, Professor Schaar! Astronomie ist kein Wahrsagen. Sie finden die Geheimnisse des Kosmos weder in ihren Handflächen noch auf dem Boden von Teetassen. Leider bleibt den Blauäugigen der Himmel verborgen. Wenn sie sich nun aber der beharrlichen und sorgfältigen Beobachtung widmen, erhaschen sie vielleicht einen Blick. Nehmen Sie daher bitte Ihre Teleskope mit. Heute sind wir auf der Aussichtsplattform. Sie haben noch keines? Sie können nicht für immer die Neue sein, ja? Teilen Sie mit Mr. Takar. Was? Ich?
Ja, okay. Hier, ich kann das für dich einstellen. Nein, nein, stellen Sie es scharf. Selbstständig. Oh Gott. Also fokussieren. Ich habe nur keine Ahnung, wo drauf. Auf die Sterne. Okay. Gut, ich erwarte, dass Sie auch außerhalb des Unterrichts die Sterne beobachten. Ist das klar? Aber Professor, es ist eiskalt. Kälte hielt die großen Sterngucker von damals auch nicht auf. Sehen Sie sich nur die Astronomie-Altäre an, die Sie im ganzen Hochland aufstellten, wo Sie vor Jahrtausenden genau dieselben Sterne beobachteten. Ist das klar? Oh. Sie können gehen. Hallo. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Amit. Ich bin quasi ein Astronomie-Experte. Hallo, Amit. Schön, dich kennenzulernen. Habe ich Professor Shah richtig verstanden? Du hast kein eigenes Teleskop? Ich habe noch ein zweites, das ich dir leihen könnte. Ja, das wäre super. Das ist sehr nett von dir, Amit. Bist du sicher, dass du es nicht brauchst? Ja, klar. Es ist mein altes. Ich habe endlich das neue Celestia Contemplor. Du hast sicher davon gehört, oder? Ich meine, natürlich hast du das. Es ist ja nur das absolut beste Teleskop, das man bekommen kann. Aber mein altes Modell ist auch nicht übel. Koboldglas, erstklassige optische Verzauberungen. So ein exzellentes Gerät sollte nicht als Staubfänger enden. Also, ich... Danke, Amit. Gern geschehen. Das Teleskop steht im Lagerraum direkt unter uns. Nichts zu übersehen. Auf mich wartet unten... noch etwas zu lesen. Komm danach zu mir und bring das Teleskop mit. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Das hört sich ja böse an. Aber wahrscheinlich ist das jetzt nur der Anfang dieser Sternenquests, von denen ich gehört habe. Hier geht's runter. Nee, Moment, wieso muss ich jetzt... Achso, ich muss mit der Lehrerin nochmal sprechen? Nee. Der ist doch ein Hund, oder? Ich muss hier rum. Oh, ist das euer Ernst? Kommt man gar nicht rum? Ach, das ist der Lagerraum. Ach so. Incendio. Ah, eine Handbuchseite. Sehr schön. Das ist sein altes Teleskop. Sieht brandneu aus. Ja, wenn er jetzt so ein super tolles Hightech brandneues Teleskop hat, also... Ach, die so. Perfekte Nacht zur Sternenbeobachtung. Das muss man nutzen. Professor Shah, ich würde gerne mehr über Astronomie erfahren. Immer seltener trifft man auf Schüler, die sich mit himmlischen Dingen befassen, aus eigenem Antrieb. Aber wenn sie wirklich die Bahnen im Kosmos kartieren wollen, müssen sie ihren Geist vom irdischen Geplapper anderer befreien. Wir selbst sind wie unbeschriebene Himmelskarten, wissen Sie? Leere Leinwände, die nur darauf warten, all das aufzunehmen, was das Universum zu bieten hat. Verstehen Sie? Nein. Doch, natürlich schon. Stimmt es, dass Sie nur wenig von der Wahrsagerei halten? Von allen anderen Disziplinen, die hier gelehrt werden, ist Wahrsagen sicherlich die schwächste. Vor allem, wenn es um diesen astrologischen Unsinn geht. Astronomie und Astrologie sind nicht dasselbe. Das eine ist verbriefte Wissenschaft, das andere purer Wahnsinn. Naja, nicht ganz. Also ich meine, es ist schon nicht von ungefähr, dass wenn jemand geboren wurde und dieses Geburtshoroskop wirklich erstellt wird, dass das mindestens zu 90% bisher, also bei dem, wo ich es mitbekommen habe, bei jedem Menschen, wo man das mal getestet hat, gestimmt hat. Also das ist schon... Das ist schon heftig. Sie haben vorher im Unterricht Astronomie-Altäre erwähnt. Worum handelt es sich dabei? Vor langer Zeit haben Liebhaber der Astralkünste überall Steinplatten aufgestellt. Sie sind ideal, um Sternenkonstellationen nah und fern zu studieren. Über Jahrhunderte nutzten Zauberer diese Astronomie-Altäre zur Sternenbeobachtung. Leider sind sie jetzt nur noch Mahnmale des unerschrockenen intellektuellen Strebens einer vergangenen Epoche. Danke, Professor. Ich freue mich schon auf die Sterne. Das höre ich gern. Die Sterne stehen heute günstig.
Das erinnert mich an eine andere Sache. Und zwar Herausforderung war das drin. Das wollte ich euch mal kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier... Doch, ich habe hier sogar noch was... Nee, hier habe ich noch was. Und zwar, wenn ihr so verschiedene Herausforderungen gemacht habt. Hier musste ich jetzt zum Beispiel 40 schwarze Magier für besiegen. Ich weiß nicht, da 20. Ach, steht sogar noch drüber. Genau, 20 und da 10. Und jedes Mal, wenn ihr so etwas geschafft habt, dann seht ihr unten rechts jetzt Belohnung einsammeln. Belohnung für Erscheinungsbild der Ausrüstung. Das heißt, ihr könnt jetzt die Ausrüstung so von der Optik her ändern, wie das rechts ist. Aber ihr müsst dafür die Belohnung annehmen. Da gucke ich regelmäßig mal rein. Ich mache es natürlich jetzt nicht jedes Mal, wenn ich eine neue Belohnung bekommen habe. Ne, hier unten bin ich noch dran. 10 Duellleistungen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was das jetzt war. Aber da sind so verschiedene Sachen. Kampf zum Beispiel, Aufträge. Da habe ich jetzt beispielsweise noch gar nichts offensichtlich von eingesammelt. Also das hätten wir jetzt auch noch alles für die Optik haben können. Oder hier diese Sachen. Das sind die Nebenaufträge und das sind die Aufgaben. Das sind wahrscheinlich denn, ja, Aufgaben. Aufgaben, Nebenaufträge, ich weiß nicht genau, wo jetzt da der Unterschied ist. Also Nebenaufträge ist ja klar. Haben wir hier noch was? Tudum, tudum. So, da müsste ich nämlich noch mehr Ballons zum Platzen bringen lassen. Bringe 10 Ballonsätze, 15 Ballonsätze, ja. Deswegen übrigens, das ist mir dann im Nachhinein aufgefallen, stand auch immer nur, dass ich 1 habe platzen lassen, in Anführungszeichen. Es war nämlich nicht ein Luftballon, sondern es waren 5 Luftballons und die sind immer ein Set. So, da haben wir jetzt noch nichts. Also das sind eigentlich in erster Linie so, ja, optische Sachen, die ihr im Endeffekt hier holen könnt. Aber es gibt auch mal andere. Hier zum Beispiel Zauberanweisung, Billywick-Stock. Ich nehme mal an, ja, im Prinzip ist das auch eine optische Sache, so wie ich das verstehe. Was ist denn das hier oben eigentlich? Gesperrte Herausforderung, Raum der Wünsche. Sieht so ein bisschen nach Großziehen aus oder so, ich weiß es nicht. So, aber ich will nicht zu viel Exkurs machen. Wir wollen ja nochmal mit diesen einen Typen sprechen, der irgendwo unten steht. Oder in der Mitte steht. Die perfekte Nacht für... Ich habe das Teleskop. Es ist schöner, als ich dachte. Einem angehenden Astronomie-Genie würde ich doch kein drittklassiges Lunarskop anbieten. Aber, da ist noch etwas. Ja? Mhm. Worum geht's? Erinnerst du dich an die Astronomie-Altäre, von denen Char erzählt hat? Ich habe ganz zufällig auch etwas über sie gelesen. Und anscheinend gibt es sogar einen hier in Hogwarts. Ich glaube, damit könnten wir verborgene Sternbilder finden. Und ich soll dir dabei helfen. Genau. Das Teleskop hat einen Haken. Ja, wenn man so möchte, ja. Und du brauchst also Hilfe beim Suchen? Ja, bist du dabei? Vom Koboldsteinclub will niemand mitkommen. Sie meinten, sie würden lieber von Steinen angespuckt werden als... Na, alles Feiglinge. Lass uns gehen, solange die Sterne zu sehen sind. Ich zeige dir dann auch, wie du das Teleskop benutzt. Versprochen. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Los geht's. Klasse! Du wirst es nicht bereuen. Wollen wir? Na klar. Der Altar ist an einer Schlossmauer da vorne. Suche nach einer Steinplattform. Etwas, was da nicht hingehört. Wir erkennen ihn schon, wenn wir ihn sehen. Dann mal los. Es heißt, die Standorte der Altäre wurden einst von Zentauren zur rituellen Sternbeobachtung markiert. Nicht weglaufen, ich muss noch einsammeln zwischendurch. Es ist schön, die Sterne mal in Gesellschaft zu erforschen. Ne? Ich bin gerne hier. Es tut gut, mal den Klassenraum zu verlassen. Ui. Glühwürmchen. Ich dachte, das sind diese Florfliegen. So, ehrlich? Ich muss jetzt hier vorpreschen? Warum führst du uns nicht an? Ja. Wenn du willst. Kein Thema, wenn ich weiß, wo es lang geht. Rebellion. Irgendwie unheilvoll. Ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Oh, hi. Oh, sicher. Eingesperrte Badewanne. Ach so. Diese Badewanne wird bereits seit eh und je unter Verschluss gehalten. Gerüchten zufolge wurde die Wanne vor Jahrzehnten verzaubert, um hinter Schülern herzujagen, die zu sehr mit ihrem Studium beschäftigt waren. Okay. Um sich um die Körperpflege zu kümmern. So, sauber, wie ich erwartet hatte.
Gehen wir mal lieber nicht dahin. Muss ich mit dir reden? Muss ich mit dir reden? Nee, erst gleich, oder? Incendio. Revelio. Noch irgendwo eine Seite oder so? Nee. Mehr Spinnweben? Du glaubst doch nicht, dass hier Spinnen lauern. Oh nein. Da, nicht da, so nah bei der das Schmier sind an. Die. Die habe ich schon ein paar Mal gesehen. Na los, versuch es mal. Ja, wie versuch es mal? Ach so. Das Sternbild sollte in der Mitte deines Blickfelds erscheinen. Mhm. Ach so, okay. Was soll ich denn machen? Sobald du das Teleskop ausgerichtet hast, können wir unsere Sternkarte ausfüllen. Aha, ist gar nicht so schwer. Die Leier. Ich hatte recht mit den Altären. Sie sind tatsächlich Tore zu weit entfernten Galaxien, wie im Buch. Und dein Beitrag war von unschätzbarem Wert. Ich werde dich auf jeden Fall in meinen Memoiren erwähnen. Danke, Amit. Ich freue mich schon darauf, sie zu lesen. Und ich mich darauf, sie zu schreiben. Das ist erst der Anfang. Du findest mehr von diesen Altären auf dem Gelände und im Wald. Sie warten nur darauf, von einem würdigen Astronom entdeckt zu werden. Also ganz klar von jemandem wie dir. Und was mein altes Teleskop angeht, du musst es nicht zurückgeben. Behalte es ruhig. Das ist sehr großzügig, danke. Ach, gerne. Es besteht aus Koboldglas und trägt eine Inschrift in Koboldogak. Ich spreche Koboldogak praktisch fließend, weißt du? Es kommt vor allem auf die Kehllaute an. Und das R muss locker von der Zunge rollen. Freut mich jedenfalls, dass dein Abenteuer erfolgreich war. Bis bald. Ja. Und wir haben auch noch gleichzeitig ein Level abbekommen. Das ist doch toll. Finde Astronomie-Altäre. Immer schön, den Astronomieturm bei Nacht zu sehen. Was für ein Anblick. Ja, kommt noch was? Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwie eine Aufgabe rein oder sowas. Weil die plappern mir ja grundsätzlich immer rein, wenn ich das gar nicht gebrauchen kann. Wir haben ein paar Sachen gefunden, aber die sind, glaube ich, alle schlechter gewesen, oder? Das auch. Wundert euch übrigens nicht wegen dem Platz hier. Ich habe so einige Merlin-Prüfungen nebenbei mal gemacht. Arbeite auch daran, eine Übersicht zu machen, wo die alle genau sind. Allerdings habe ich den Anfang ein bisschen ausgelassen. Deswegen wollte ich das wahrscheinlich mit einem zweiten, ja, nicht Account, sondern mit einem zweiten, ach so, ich dachte, den trage ich. Oh ja, dann können wir den umtauschen. Mit einem zweiten Char wollte ich das da nochmal nachholen. Weil, um eine Errungenschaft zu bekommen, ich weiß nicht mehr, welche es war, müsst ihr mit jedem Haus, nämlich also mit einem Char von jedem Haus, einmal die Kartenkammer entdeckt haben, die geheimnisvolle. Und ja, da arbeite ich jetzt gerade so nebenbei ein bisschen dran. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, Aufträge, was haben wir denn jetzt noch? Ach so, Natti müssen wir noch treffen, genau. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie lange das dauert. Das ist aber die Hauptgeschichte. Also gehe ich davon aus, das dauert was länger. Kehre zu Madame Kovaga zurück, wegen den Flugaufgaben. Dann machen wir das doch mal eben. Ich hoffe, die gibt mir dann nur einen Zauber. Hm. Wo ist denn die? Besenrennenereignis? Hä? Weltkarte? Die ist doch nicht hier hinten, oder? Nee, das ist Natti. Oder ist das mal... Ah, Moment, da ist mein Ziel. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt dahin. Wir können eigentlich auch fliegen, ne? Es geht schneller. Oh, Moment. Ist sie hier drin? Ja. Oder ist sie oben? Nee, die ist oben. Okay. Wahrscheinlich müssen wir jetzt erstmal auf den Tag warten, gehe ich mal stark von aus.
Oh nee, die ist sogar da. Willkommen zu Helio. Sind die Aufgaben erledigt? Ah, Schlossstufe 2. Okay, was ist das? Liebe Madame Kogawa, ich schreibe Ihnen wegen Professor Blacks Entscheidung, das Quidditch-Hauspokalturnier abzusagen. Wie Sie wissen, ist es mein größter Traum, einem professionellen Quidditch-Team beizutreten. Und ich fürchte, dass dieser Traum nun zerplatzt oder wenigstens in weite Ferne rückt. Professor Weasley besteht darauf, dass wir den Schulleiter gehorchen und hat mich ermutigt, alleine zu trainieren. Ich habe zwar einige herausfordernde Übungen für mich entwickelt, aber nichts davon ist mit dem Training auf dem Feld zu vergleichen. Einfach nichts. Ich bitte Sie inständig, könnten Sie nicht mit dem Schulleiter oder mit Professor Weasley sprechen? Es wird mich mein ganzes Leben verfolgen, wenn ich das ganze Jahr nicht vernünftig Quidditch spielen kann. Ich danke Ihnen. Imelda Reis. Ja, ich persönlich hätte kein Problem damit, weil wie gesagt, ich mag es nicht selber Quidditch zu spielen. Da bin ich wieder, Professor. Alles erledigt. Gut gemacht. Das zeugt von Disziplin. Weisheit ist ein goldener Schnatz, heißt es. Was das betrifft, haben Sie sich als fähige Sucherin erwiesen. Üben wir uns in Arresto Momentum. Dieser Zauberspruch verhindert übrigens, dass Quaffle während einer Quidditch-Partie direkt zu Boden stürzen. Präzise, bewusste Bewegungen. Und nun? Verlangsamt die Bewegung. Je größer das Ziel ist, desto weniger stark wirkt der Zauber. Ja gut, das scannt man ja. Okay. Sehr gut. Sie sollten den neuen Zauberspruch so oft wie es geht üben. Ja, ja, ich weiß. Dann machen wir das mal. Ich würde sagen, hier rein. Wenn ich jetzt weiß, ist das der mit der Hand? Ja. Vielleicht noch bevor Sie gehen. Vielleicht noch bevor ich. Moment. Ah, ne, das sind normale Bücher. Ich wollte gerade sagen, kann ich die. Hatte die nicht so eine Übungspuppe hier? Oder kann ich auf die zielen? Achso, ich kann auf die zielen. Moment. Arresto Momentum. Sehr gut. Weiter so. Na? Hält aber ziemlich lange an, muss ich sagen. Ups, Entschuldigung, ich habe ihr Buch frisiert, flambiert. Es tut mir leid, ich gehe dann schon mal. Na gut, ja, super, dann haben wir das auch schon wieder abgeschlossen. Das hatte ich gehofft, dass das nicht ganz so lange dauert. Im Schatten der Blutlinie. Oh, da geht es jetzt schon direkt weiter. Sebastian und Ominous würden dabei beobachtet, wie sie sich in der Nähe der großen Halle gestritten haben. Ich sollte herausfinden, worum es ging. Ja. Also ich würde es gerne machen. Ich will aber auch die Sache mit Natti eigentlich mal machen. Wobei da natürlich die Hauptgeschichte weitergeht. Ich würde schon gerne auch die Nebengeschichten mitnehmen. Da sind auch noch einige im Schloss gewesen, die ich noch nicht mitgenommen habe. Aber ich finde, also da muss ich ganz ehrlich sagen, gerade bei Hogwarts, ich habe noch keine Nebengeschichte gehabt, also Nebenquest gehabt, wo es mir wirklich langweilig gewesen ist. Das fand ich, oder finde ich bisher wirklich so genial. Nee, hier kriege ich den Descendo. Ist das nicht das, was... Nee, das ist aber nicht... Also ich dachte eigentlich, mit dem, was ich jetzt habe, kann ich schon schneiden. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir sprechen mit Sebastian, weil wir das sowieso jetzt gerade gemacht haben, dass wir da mit ihm ein bisschen weiterkommen. Ich würde aber sagen, dass wir das nicht jetzt machen und schon gar nicht in der Nacht, sondern dass wir uns quasi am nächsten Morgen und in der nächsten Folge mit Sebastian treffen. Bis gleich, beziehungsweise bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.